Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, oder ich muss vielmehr sagen zu einer neuen Videoserie, denn die Huawei Watch GT 4, die habe ich jetzt hier und wir gucken uns die in diesem und den folgenden Videos einmal genauer an. Wir starten ein kleines bisschen mit dem Unboxing, wobei das relativ easy wird, und dann sage ich euch was zu meinem ersten Eindruck. Der Unboxing ist ein bisschen relativ, denn viel ist natürlich nicht drin in der Verpackung der Watch GT 4. Ihr seht hier, wir haben die graue Variante, wobei grau so ein bisschen relativ ist, ist halt Edelstahl. Ich weiß nicht genau, ob man das als grau bezeichnet, aber man muss sich einfach vorstellen, sie besteht aus Edelstahl, sowohl der Körper, also der Korpus, als auch das Armband. Gibt natürlich noch andere Varianten, auch andere Größen. Die hier ist 46 mm, gibt auch eine kleinere Variante für die Damen und auch andere Farben, sodass ihr da individuell anpassen könnt. Und ihr könnt auch das Ganze mit eurem iPhone benutzen, wenn ihr denn möchtet. Oder mit eurem Android-Gerät, wobei Android da tatsächlich mehr Leistungsumfang hat als unter iOS. Dann gucken wir mal rein, was denn so drin ist, und da sehen wir sie auch schon. Form schön aus meiner persönlichen Sicht, im Deckel ist nichts mehr drin. Ich muss sagen, optisch gefällt sie mir gut und sie wird ja auch so ein bisschen als Fashion-Uhr verkauft. Kann ich nachvollziehen, zumindest in der Variante, die ich hier habe. Das wirkt schon sehr, ja, optisch ansprechend, sage ich jetzt einfach mal, wobei es natürlich auch am Ende Geschmackssache ist. Was haben wir hier sonst noch mit drin unter diesem tollen Hebemechanismus, den man hier eingebaut hat? Wir haben auf der rechten Seite einmal eine Art Quick-Start-Guide, vermute ich. Genauso ist es auch. So, da könnt ihr dann nachlesen, wenn ihr noch Fragen habt oder was notieren wollt auf den leeren Seiten. Dann haben wir hier noch, okay, das sind die Gliederstücke, also quasi, um dann die Länge des Armbandes an euren Arm anzupassen. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, Teile einzusetzen oder beziehungsweise logischerweise auch welche rauszunehmen, wenn die Uhr zu dick ist. Und auf der linken Seite, hier rechts ist glaube ich nichts mehr, auf der linken Seite haben wir dann hier noch das Ladegerät, welches dazugehört, genau, drahtlos laden, logischerweise, so ein Ladepuck, wie man das kennt. Und ansonsten, ja, sehr viel mehr ist jetzt nicht drin in der Verpackung und deswegen schildere ich euch mal ganz kurz meinen ersten Eindruck, und hier noch der Hinweis, übrigens kein USB-C. Ja, und dann schauen wir uns die Uhr jetzt mal so im ersten Eindruck an, und da muss man zunächst mal sagen, wie ich gerade schon gesagt habe, optisch gefällt mir das gut, auch von der Haptik ist das schön, Edelstahl fasst sich bei Uhren, finde ich zumindest, immer ganz schön an, dadurch, dass auch das Armband noch aus Edelstahl ist, rundet das Ganze das auch nochmal ab. Hier unten die Schließe, auch die ist hochwertig verarbeitet, also da gibt es nichts zu mäkeln, ihr habt die zwei Druckknöpfe, nichts mit Magnet oder sowas, was ja durchaus immer so ein bisschen anfällig ist, und ansonsten sieht das auch in der Seitenlinie für mich optisch ganz ansprechend aus. Kleiner Hinweis noch, der vielleicht wichtig ist für Leute, die einen etwas dünneren Arm haben, aber trotzdem die Edelstahl-Variante bevorzugen. Das oberste Glied ist fix, und das bedeutet natürlich, und ich zeige es euch jetzt gleich mal, dass wenn ihr einen etwas schmaleren Arm habt, dass durchaus die Uhr oben etwas überstehen kann. Deswegen empfehle ich euch, probiert die Uhr vorher mal an, bevor ihr sie kauft, damit ihr einfach wisst, ob das passt. Bei meinem Handgelenk passt das jetzt ganz gut. Das ist also hier bei mir abschließend, aber wenn ihr da vielleicht ein etwas kleineres Handgelenk, und ich versuche es euch jetzt mal zu zeigen, na, so geht's nicht, na, so geht's irgendwie auch nicht, gucken wir mal so. Ich hoffe, ihr erkennt so ein bisschen bei mir, schließt das hier gut ab, aber wenn jetzt mein Handgelenk deutlich kleiner wäre, wäre das sicherlich ein Problem. Das muss man einfach wissen und nur als Hinweis, falls ihr euch für die Uhr interessiert. Ja, ansonsten neben der Schließe und dem unteren Bereich sieht das auch an den Seiten für meine Begriffe von der Haptik und von den Druckpunkten sehr gut aus. Auch hier Edelstahl natürlich, hier auf der Rückseite seht ihr die kleine Öffnung fürs Mikrofon, und dann haben wir hier auf der anderen Seite den zugehörigen Lautsprecher. Wir haben dann hier zwei Druckknöpfe, einmal einen Einzelknopf und einmal eine Krone, die sowohl gedrückt als auch gedreht werden kann. Auch das für mich immer ein Highlight, denn hier habt ihr zum Beispiel keine drehbare Lünette. Das wäre natürlich noch ganz cool gewesen, dafür aber halt die Krone. Auf der Rückseite dann noch der Sensor für die verschiedenen Funktionalitäten, Herzfrequenz, Temperatur und so weiter und so fort. Und ja, ansonsten würde ich fast schon sagen, die Uhr gefällt mir optisch gut, haptisch gut. Jetzt kommt es natürlich auf die inneren Werte an, und auch die versprechen in Bezug auf Akku mit 524 mAh durchaus eine Laufzeit von 14 Tagen. Auch das gucken wir uns in den kommenden Videos mal an. Jetzt geht es aber erstmal weiter im nächsten Video mit der Einrichtung, beziehungsweise die Einrichtung spare ich mir, weil sie so einfach ist. Aber der kleine Bediener- und Einsteiger-Guide, den werde ich euch im nächsten Video vorstellen. Wer Spaß dran hat, guckt rein, bleibt dran. Alexa, Kamera aus. Okay.